Hallo und herzlich willkommen bei Landwirtschaftssimulator 2015. War natürlich ein Plätzchen. Wir kommen natürlich bei Landgut Altenhof und heute mit dabei ist der Altbürgermeister Detlef. Hallo. Der Peter. Hallo. Und der Alfisti. Hallo. Ja, und wir haben jetzt ja gerade vorhin in der letzten Folge, gerade vorhin ist gut gesagt, für euch ist das die nächste Folge, für uns ist es jetzt gerade mal ein paar Sekunden her, haben wir gerade über das geredet, gerade über die Leistungstechnik der Traktoren, beziehungsweise in den letzten 10 Jahren getan hat, technisch jetzt gesehen, in der Landwirtschaft und es ist eigentlich unglaublich, nicht? Also wenn du nehmen tust vor 10 Jahren, bist du noch mit den Traktoren gefahren, du hast noch erst selber schalten müssen, nicht? Du hast nur die Kupplung gehabt, du hast nur die Kupplung treten und hast du deinen Traktor bewegt, ja, beziehungsweise war es ja früher so, viele Traktoren haben nicht einmal noch einen Vierradantrieb gehabt oder viele nicht, ja. Nicht mal Lenkhilfe, das war noch reine Muskelkraft beim Lenken. Richtig, ja. Die haben zwar Differentialsperren und so weiter, das hat es ja wohl schon noch gegeben, ja. Und dann hast du es auch gehabt, ich weiß nicht, wie jetzt genau da der Fachausdruck lautet, und zwar du hast bei der Bremse, ja, hast du so einen Kipphebel gehabt, den hast du weggenommen, ja. Und bist dann eigentlich auf die rechte Bremse draufgestiegen und dann hast du dich am Stand gedreht. Mhm. Gibt's heute auch noch. Achso, gibt es heute auch noch, ja, okay. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißen tut, auf alle Fälle. Das ist ja eine geile Sache gewesen, das hat mir immer wieder taugt, wenn ich das einmal gesehen habe, ja, wie sich der so am Stand, juhu, nicht? Also das hat lustig ausgeschaut. Und ja, wie gesagt, also es hat sich da extrem viel getan. Heutzutage ist das mit den Automatikgetrieben und so weiter, Schalten, was ist das? Ja? Brauchst du eigentlich gar nicht mehr, weil das übernimmt alles eigentlich, das Automatikgetriebe und alles computergesteuert und hin und her. Also teilweise kommt dann das vor, wenn du in einen Traktor einsteigen tust, du bist in einem Flugzeug drinnen. Das ist schon heftig, was sie da hat. Ne? Und dann überhaupt die ganze Häckseltechnik und so weiter, nicht? Also das ist schon beachtlich. Ist kein 2-Meter-Häcksler mehr, der vor dem Trecker hergeschoben wird. Ja. Ja, ich weiß nicht, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben, Manni. Dass der Tag kommt, wo du, was weiß ich, ob es da noch GPS heißt, weiß ich nicht, gibst dein Zielwort ein, dein Stadtort, und dann fährt das Auto von alleine. Ja, gibt's ja schon. Ja, eben tut's das, ist auch schon Prototypen. Naja, aber geben tut's ja schon, das ist schon ein Ding. Und das ist das, was wir auch im Livestream besprochen haben. Was glaubst du, warum die Traktoren, Drescher, Häcksler mit GPS ausgerüstet sind? Ja, die fahren ja vielleicht maximal eine Feldlänge von, sagen wir mal, 1000 Metern. Ja. Aber du willst 3000 Kilometer. Ja, und das über GPS. Ja. Ja, und das ist genau das, warum die das bei den Traktoren und bei der ganzen Landtechnik jetzt einmal einsetzen und testen, damit sie das 1:1 umsetzen können dann aufs Auto. Ja, da kommt es aber an. Da gibt es aber noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung da in diesem Das macht alles so ist, in diesem nee, nee, das so macht, ja. Das müssen die alles mit einbeziehen. Das macht das alles. Machen die Autos heute aber auch schon, wenn du Geschwindigkeitsabhängigkeit hast, ja. Wenn du, dass der dann im Prinzip die Geschwindigkeit runternimmt. Das macht alles oder zumindest GPS für die. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt bei Autobahn fahre, da kommt jetzt eine Baustelle, wo dann da steht 80, 60, 40, dass das Auto sich das merkt. Ja, oh ja, doch. Das geht alles über GPS. Ja, nicht nur. Mittlerweile gibt es ja auch die Kameras in den Autos, die nur darauf achten, was für Schilder habe ich. Ja, die gibt's auch, ja. Aber hauptsächlich, sage ich mal, es gibt schon die Prototypen jetzt, ich habe keine Ahnung, was das für Automarke ist, ja. Der was definitiv nur über GPS fährt, ja. Aber man kann gar nicht mal jetzt. Wenn ja. Das so kommt, wofür brauchst du noch ein Auto? Dann brauchst du kein Auto kaufen, weil ich fahre mir doch ein Auto, weil es mir Spaß macht. Und nicht, weil ich irgendwo hin will oder muss. Natürlich, das ist jetzt wieder die andere. Das ist jetzt wieder die andere Geschichte, für was dann eigentlich Autofahren nur Spaß machen tut. Ja? Nur unfalltechnisch gesehen, sag ich mal, hast du kaum mehr Unfälle. Ja, Stau. Auch was stautechnisch anbelangt, wird es verringert dadurch. Weil dann hast du nämlich das, was ja wird in Deutschland nicht viel anders sein wie bei uns in Österreich, ja, dass das Reißverschlusssystem überhaupt nicht greifen tut. Ne? Also wenn du jetzt da hast, weiß ich nicht, du fährst auf der Autobahn, ja, also Alfisti wird es wahrscheinlich wissen, er ist auch viel auf Autobahnen unterwegs, wenn du auf der Autobahn fahren tust, ja, und da kommt jetzt irgendwo von der Seite irgendein Auffahr drauf, ja.
Wenn die Leute da nicht mitspielen, dann, ja, dann hast du bei der Auffahrt meistens einen Stau, ja, gut, weil du nicht reinkommst. Wenn du dich nicht reinlässt, kannst du rechts keinen reinlassen. Oh. Ja, siehst du, und da fängt es an, wo man ihm sagen tut, Reißverschlusssystem, und dann kommt ja jeder dort hin, wo er hin will. Und das greift aber nicht. Und wenn du aber jetzt da das so nehmen tust, die Technik mit dem GPS, das greift dann, weil das Auto bremst dich einfach ab und lässt das nächste Auto rein. Und dann das nächste Auto lässt wie das nächste Auto rein, das nächste Auto lässt wie das nächste Auto rein, ja, und so weiter und so fort. Sehen, ja, also, auch was LKW-technisch jetzt anbelangen tut, ja, wird es dann auch ganz anders laufen. Da wird es auch nicht mehr so sein, dass du jetzt das Elefantenrennen hast, sondern der LKW wird die 85 km/h, was er fahren darf, wird er dementsprechend auch fahren, wenn der LKW das hergibt. Guten Tag. Ne? Hm? Also, ja, das glaube ich schon, dass das ein Fortschritt... Ach, der Schiessi fährt vorbei. Das glaube ich schon, dass das ein Fortschritt sein wird, aber es wird auch eben gut so sein, ja, dass du noch selber steuern auch können wirst. Ne? So wie es das heute beim Traktor aus der Praxis GPS. Ja, nee, das wäre dann ein Fehler. Dann musst du ja so steuern, wie der GPS das vorsieht. Ne? Natürlich, das GPS wird dich nur warnen davor, wenn du irgendeinen Blödsinn machst. Das heißt, wenn da 100 km/h vorgeschrieben sind und du fährst 120, wird das GPS wahrscheinlich sagen, sie fahren zu schnell. Bitte nee, verringern Sie nee, die Geschwindigkeit. Du steuerst selber, sagst du gerade, ne? Naja, natürlich. Selber. Und die anderen fahren mit GPS. Sagen wir mal 5 vor dir, 5 hinter dir. Ja. Und jetzt das Reißverschlussverfahren, ne? Ja. Und du hältst dich nicht dran. Ja, und das GPS hält dich aber dran. Nee. Und dann gibt's Hucke. Nee, wenn du das GPS so dran tust, hast du das Steuer ganz alleine für dich und da kann das GPS nichts und es warnt dich nur davor. Und es wird da einen Kommentar geben, was dann sagen wird, hallo, lassen Sie bitte den Nächsten einordnen. Und wenn du es nicht machen tust, ja, macht dann bist du... automatisch. Nee, macht er nicht automatisch. Dann bist du halt quasi, jetzt hart ausgedrückt, ein Arschloch, ja. Ja, und dann kommt halt der Nächste nicht rein, weil dann hast du wieder den Stau, was wir gerade vorhin besprochen haben. Ach, das ist alles noch so weit hergeholt. Ja, natürlich ist es weit hergeholt. Keine Frage, Detlef, nicht? Aber es wird kommen, ganz sicher sogar. Detlef, guck mal, das Navi. Jeder hat jetzt ein Navi. Gab's früher noch nie. Ja, ich meine, es ist schon nicht schlecht, gell? Wenn du jetzt früh aufstehst, musst du auf Arbeit. So, Alfiste, möchtest du dreschen? Kann ich machen, weil das Silo oben ist voll, aber es liegt noch haufenweise Gras oben. Okay, ja, das ist wurscht, das können wir verdingsen lassen. Dann werden wir schon einmal einen Gruppen schnappen. Oder hast du lieber einen Gruppen? Ich kann... Mir ist wurscht. Bin frei. Was ich weiß, ist das jetzt das letzte bisschen, was wir da noch haben. Dann haben wir fertig. Aber nur halt, dass meine Zuschauer ein bisschen was anderes da noch sehen, als wie mit Reschen und... Reschen. Also muss ich ein bisschen von Peter von ein bisschen www. Was habe ich jetzt schon wieder angestellt, Mali? Gar nichts, alles gut. Ja, Peter, du hast eine Spur freigelassen. Das weiß ich. Nee, der wird mit. Detlef, mein Dresch hat auch Gefühle. Ach, den Spruch kenne ich. Ja, woher denn? Hast du mir jetzt eine Boilerwanne reingefahren? Du mir? Nicht ich dir? Ich war gar nicht dran schuld. Ich fahre mit GPS. Aha, seit wann denn? Ja, schon immer. Ach so. Ist gar nicht im Traktor. Fällt dran, irgendwo stehe ich. Aha, ach so, da hinten bei den Kühen. Das hätte ich gesehen, da war ich eben. Da war der ganz woanders, der. Hinterm Busch hab ich gesessen. Siehste? War kacken. Jetzt kann man da. Jetzt kommen da wieder die Fliegen. Nur war auf dem Hof und im Liegestuhl. Nee, Freunde, wir sind da nicht fertig. Für 32 geht auch noch uns. Stimmt. Das ist noch. Das geht auch noch abroschen. Da war was. Da bin ich nämlich gerade. Nee? Nee, wir sind da noch nicht fertig. Apropos noch nicht fertig, was mich jetzt interessieren wird, wir haben jetzt da bis auf ein Feld haben wir eigentlich alles eingefahren. Wie viel da jetzt rausgekommen ist bei den ganzen? Viermal Doppelhänger, aber der eine hintere war nie voll so richtig. So, schauen wir, was haben wir denn auf Lager?
32, ach haben wir da. 258.000 Weizen. Naja, okay. Das heißt, das wären ungefähr 300.000, wären das jetzt wären, wenn wir komplett fertig sind. Okay, na, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Nein, 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 ich will links. Achso, einen leichten Rechtsdrall. Ja, irgendwie möchte der Trecker momentan heute. Ich weiß nicht, heute wäre ich mit der Maschine nicht, komme ich einfach irgendwie nicht zurecht. Dann musst du dich ja auch rechts setzen. Achso, Rechtsverschiebung. Hm. Genau. Okay, verstehe. Ich muss mit dem Stuhl vom PC nach rechts setzen. Okay. Das ist alles in Ordnung. Bin leer. Ah, jetzt gehen wir aber Gas. Jetzt geht die Geschichte los. Jetzt geht's los. Ja, so ist es nur noch mal mit der Technik. Aber das ist halt, Detlef, weißt du, ich sag einmal, wir werden sie mit der Technik wahrscheinlich schwer tun. Oder schwer tun ist relativ gesehen ja nicht so leicht tun. Ja, aber die Jugend zum Beispiel, die heutige, ja, die machen das aus dem FF fassen. Also ich würde mal sagen, wenn ich mit dem Handy aufgewachsen wäre, könnte ich genauso schnell wie mein Sohn jetzt die Nachrichten verschicken und Graben und Fotzen und Scheiß und Feuerstein, was es alles so gibt heutzutage. Gibst du mal stehen? Du mir jetzt ein modernes Handy in der Hand, was jetzt aktuell modern ist? Ja. Bin ich wie? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, okay, also da hätte ich mich schon zurechtfinden damit, ja. Aber was zum Beispiel das Handy jetzt alles für Features hat, was du da alles machen kannst damit, da hätte ich mir ein bisschen schwerer tun damit, bis ja, ich da drauf komme. Also da drücke ich dann meistens meiner Tochter in die Hand und die sagt, oh Papa, das kann das und das und das und die zeigt dir das und die sitzt dann meistens immer nur den, hast recht, Baby, passt, alles gut. Es ist. Ja, ich habe auch gar keinen Bock auf sowas, weil. Sowas. Meine, Internetmails kann ich hier. Was brauche ich auf Handy? Ja, du, es ist teilweise schon praktisch. Also ich meine, ich kann mich da gut erinnern, wir sind unterwegs gewesen mit dem Auto, ja. Und da hat unser Navi verrückt gespielt, ja. Und da ist dann schon praktisch, wenn du ein Handy hast, weil da hast du ja auch der GPS drin im Handy, ja. Und das war dann schon praktisch, weil das Navi hat verrückt gespielt und das Handy hat uns dorthin geleitet, wo wir dann hingehören, ja. Also das finde ich schon super. Ja. Ja gut, das ist vielleicht ein Faktor. Nicht? Oder wenn du jetzt, sagen wir, du bist in irgendeinem anderen Land, ja, machst Urlaub und du hast keine Ahnung mehr, wo du bist, ja, wie du da jetzt irgendwie in die Zivilisation zurückkommst oder zu deinem Hotel zurückkommst, schnappst das Handy, klickst da drauf und das Handy leitet dich wieder zurück zu deinem Hotel, ja. Also das ist schon eine praktische Sache. Ja. Aber die jetzt, Leute, die gerne reisen, ist okay. Ich meine, ob ich das jetzt zu 100% brauchen tue, sei mal dahingestellt, weil früher hast du das auch nicht gehabt, du bist auch mit dem Stadtplan nochmal rumgerannt, ja? No. Weil wenn du heute, sag ich, einen Jugendlichen einen Plan in die Hand drucken tust, der schaut die Blätter an und sagt dann, hey, was ist das? Ja? Oder beziehungsweise, der kann ich nicht einmal Plan lesen. Und der Stadtplan wird er wahrscheinlich, da wird er erstmal googeln, was ist Stadtplan? Ja, der schaut dir einmal an und sagt, ich hab keine Ahnung, was das ist und ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Ja? Warte, aber ich sag dir das gleich, schnapp das Handy und dann war's es. Ne? Das ist halt, ja, das ist halt die Technik, in der was halt heute unsere Kids halt alle aufwachsen dann. Ne? Mhm. Ist halt so. Jedes Kleinkind hat schon ein Handy. Ja, und, ja, du, ich finde das aber auch nicht einmal so schlecht. Also, ja, aber. Ich mein, muss auch mal überlegen, wie schnell ist der Fortschritt fortgeschritten, gell? Ich kann mich noch erinnern, da habe ich telefoniert, da ist eine Wählscheibe. Wem sagst du das, ja? Stimmt, ja. Das stimmt, und nach der Wählscheibe sind die Druckknöpfe gekommen. Ne? Ja. Das ja, war schon. Das war schon revolutionär. Und heute? Das erste Handy war so groß wie, was weiß ich, einen halben Liter Bier groß. Ja, das ist schon heftig, ja. Und heute kannst du mit deinem eigenen Handy reden, wenn du willst, ne? Mit deinem Telefon. Also mein erstes Handy, was ich hatte, habe ich noch. Das habe ich vor kurzem auch mal in der Hand gehabt, als es mir im Weg lag auf Deutsch gesagt. Also das war schon ein Knochen.
Ja. Das war schon gewaltig groß mit ausziehbarer Antenne. Oh. War das vielleicht ein Motorroller? Weil das habe ich auch gehabt. Das war riesenviech. Das musste ich gucken, das liegt so 20 Meter von mir entfernt. Das war bestimmt ein Motorroller, das hat ja auch. Ja, ist jetzt noch nicht so richtig, aber. Da war das Display noch so groß wie mein jetziges Handy. Ja, genau. Das Autotelefon hatte ich ja. Das war eine riesen Box, die konntest du dir am Nachbarsitz legen. Philips Fitz kann das sein? Ah, das kann auch sein, ja, da hat es eins gegeben, ja. Aber es waren nicht riesen Dinger und extrem schwer. Also, ich meine, du hast jedes Mal einen Rucksack gebraucht, dass du Handy mitnehmen hast können. Weil so einen Hosensack stecken, das kommt nicht so gut auf Dauer. Mein Handy war der 3210 von Nokia. Okay. Das war mein drittes oder viertes. Mit 19, glaube ich. 19 Jahre war ich alt. Ja, ich weiß gar nicht mehr, mein erstes kleineres Handy, was da nämlich kam, kann mich gar nicht mehr erinnern, was das hier Marke war, wenn ich ehrlich bin. Also mein erstes kleine, was ich wirklich hatte, war ein Siemens. Ich glaube, das war Ericsson oder so. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Weiß ich gar nicht mehr. Aber es war halt super, ne? Weil das hast du wirklich in die Hosentaschen stecken können schon. Mein erstes Handy, das hatte ich so mit 30 Jahren. Also gestern. Okay. Vorgestern. Entschuldige, vorgestern, ja, du hast ja vorgestern Geburtstag gehabt, ja. 30 Jahre, musst du mal vorstellen. Ja, du. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Wie mein erstes Handy gehabt habe, war relativ rasch, weil es ein Firmenhandy war. Ne? Und, bei mir war es ja dadurch, das ist ja aus der anderen Seite gekommen, ne? Ja, das kommt dann halt noch dazu, ja. Bei euch war das sowieso irgendwie anders, sagen wir mal so. Und sie habt's doch nicht. Naja, geben hättest du es vielleicht schon, daheim habt ihr es nicht dürfen. Ich meine, das war, das werden wir in der nächsten Folge besprechen. Denn wir sind leider Gottes schon wieder am Ende, diesmal habe ich den Detlef nicht im Bild. Da wird er wieder weinen. Aber wir sagen trotzdem mal, ciao, ciao.